Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück bei Akte X, den unheimlichen Fällen des FBI. Ja, ich schaue mich jetzt hier mal ein bisschen weiter auf dem Schiff um, ob ich irgendwas übersehen habe. Irgendwas habe ich bestimmt übersehen. Da muss doch irgendwas... Okay, da ist was verschlossen. Kann ich das mit dem Dietrich öffnen? Nee. Ja, habe ich mich schon überall umgeschaut. Da muss doch noch irgendwas unter Deck sein, oder? Das ist doch Kacke. Irgendwas habe ich übersehen. Seht ihr das auch, dass ab und zu Schrift auf... Hau ab. Das bilde ich mir noch nicht ein, dass ab und zu Schrift auftaucht. Da stand doch eben Hau ab. Da wieder. Ist mir nie aufgefallen, dass da ganz kurz Schriften auftauchen. So Nachrichten. Das ist ja krass. Also, ich finde das ganz relativ, ich finde das echt cool gemacht. Weil dir das halt, mir ist das damals nicht aufgefallen und das sind so kurze Botschaften, die dir effektiv gar nicht auffallen in dem Spiel. Oder wusstet ihr, dass das passiert in dem Spiel? Oder ist das ein Bug? Ich gehe noch mal in den Maschinenraum. Da muss ja irgendwas sein. Das ist so ein großes Areal, hier sehe ich bestimmt irgendwas. Ich laufe ein bisschen im Kreis, oder?
da? Oh, eine Kiste. Was ist da drin? Okay, erstmal fotografieren, was ich da gefunden habe. Dann anschauen. Das sieht aus wie ein radioaktiver Brennstab. Den sollte man eigentlich nicht mit bloßen Händen anfassen. Ich bräuchte Verstärkung, glaube ich. Okay. Wer ist das? Johnny, ist Craig. Sie müssen ein paar Fingerabdrücke für mich nehmen. Oh, Außendienst, meine Lieblingsbeschäftigung. Und wo? Draußen im Schwimmdock. Das Schiff heißt Tarakan. Es handelt sich um neue Fingerabdrücke an einer Stelle, wo schon mal welche abgenommen wurden. Ich liebe Herausforderungen. Markieren Sie die Stelle für mich und ich erledige es. Gibt's hier sonst was? Oh, jetzt kapiere ich auch, warum ich das Spiel als... Ich habe das zum ersten Mal gespielt, da war ich, keine Ahnung, eigentlich noch ein Kind fast. Und ich fand das damals unheimlich gruselig. Und inzwischen verstehe ich auch, warum. Allein diese Botschaften, die ab und zu aufploppen. Hau ab, du hast keine Kontrolle, wir wollen dich hier nicht. Das ist schon... krass gemacht. Gibt's da unten noch mehr Kisten? Ich glaube, ich erzähl's erstmal ihr. Hm. Da hoch. Da rein. Sehen Sie sich das an. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Seien Sie bitte damit vorsichtig. Nur die Ruhe. Es sieht aus, als könnte es ein Sprengkörper sein. Ja, schon möglich. Es ist jedenfalls schwer genug. Vielleicht sollten wir ein Entschärfungskommando rufen. Lassen Sie uns nicht überreagieren, okay? Was zum Teufel tun Sie denn da? Sie dürften nur eine Tasse Kaffee am Tag trinken. Es ist nämlich leer. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne einen überaus begabten Labortechniker. Irgendwas muss da doch noch sein. Ich gehe doch mal hier runter. Noch mehr Kisten. Mhm. Das ziehe ich ja auch mal. Boah, das ist echt nichts für mich. Ich verlaufe mich in jedem Spiel. Nee. Hey, Detective. Die Gerichtsmedizinerin hat gerade angerufen. Sie ist mit der Autopsie von Mr. Wong fertig und hat etwas gefunden, das Sie sich ansehen sollten. Wir müssen schon wieder in die Gerichtsmedizin. Ich kann es kaum erwarten. Okay, dann machen wir das doch mal. Hm, wo geht's denn hier runter?
Oh, ich stelle mich gerade echt dumm an. Da. Ist das nervig. Ah, jetzt. Da. Gerichtsmedizin, da. Das ist Agent Wilmore vom FBI. Er hat Wong gestern verhört. Hoffentlich haben Sie alles erfahren, was Sie wissen wollten. Was wissen Sie denn? Das war zweifellos eine der ungewöhnlichsten Autopsien, die ich je durchgeführt habe. Dieser Mann ist durch eine Schusswunde im Hinterkopf getötet worden. Großkalibrige Waffe aus nächster Nähe abgefeuert. Außerdem war er drogenabhängig. Er ist high gewesen, als er gestorben ist. Das würde erklären, warum es keinen Kampf gab. Aber auch wenn die Kugel oder die Drogen ihn nicht umgebracht hätten, wäre der Mann innerhalb von 4 Wochen tot gewesen. Ach du großer Gott. Und warum? Er hat überall im Körper massive Tumore gehabt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Was würde so etwas verursachen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so vom Krebs zerfressen war. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Wissen Sie, mir geht's auch so. Mhm, lecker. Wie lange hat der Mann schon Drogen genommen? Das ist schwer zu sagen. Die Gewebe- und Blutproben geben uns vielleicht ein paar Hinweise, aber es könnte trotzdem schwer zu bestimmen sein. Das Vorhandensein massiver Tumore legt nahe, dass der Mann unter furchtbaren Schmerzen litt und die Drogen vielleicht zur Betäubung benutzt hat. Was für ein Krebs war es denn? Tja, das ist ja das Merkwürdige. Es sind 3 verschiedene Arten von Krebs und es würde mich nicht überraschen, wenn sich rausstellt, dass er noch ein paar mehr hatte. Es ist, als ob sein ganzes Endokrin- und Immunsystem auf einmal durchgedreht wäre. Existiert ein Name dafür? Bizarr. Nein, ich meine, existiert denn kein Syndrom, was das erklären würde? Nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Woher wissen Sie, dass er high war? Ich vermute, dass aufgrund... gewisse Anzeichen, da wäre die Erschlaffung seiner Blutgefäße, die totale Erweiterung der Pupillen und solche Sachen. Ich habe das schon häufiger gesehen, aber die Bluttests werden es bestätigen. Was kann ein Krebs wie diesen verursachen? Ich habe keine Ahnung. Das ist zwar nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich kann mir nicht vorstellen, was so etwas auslösen könnte. Er war möglicherweise einer krebserzeugenden Substanz ausgesetzt. Radioaktivem Material oder bestimmten Arten von stark mutagenen Chemikalien. Das sind die einzigen Dinge, die da in Frage kommen. Wie lange war er schon krank? Tumore sind sehr unberechenbar. Ein Geschwür braucht schon eine Weile, um so groß zu werden, und es hat ihm bestimmt furchtbare Schmerzen bereitet. Was den Gebrauch von Drogen erklären würde. Auch wenn man unter Drogen steht, ist ein Zustand wie dieser beinahe unmöglich zu ertragen. Und die Menge, die er nehmen musste, um die Schmerzen zu mildern, hat ihn vermutlich zum Zombie gemacht. Schon seltsam. Haben Sie sowas in letzter Zeit schon mal erlebt? Nein, Gott sei Dank. Ist das die Kugel? Ja, das ist sie. Ich würde sie gern untersuchen lassen. Das geht wohl in Ordnung, nehme ich an. Es gab da vor ein paar Monaten ein Feuer auf hoher See, und zwar auf der Tarakan, ja. Ich erinnere mich daran. Sie sind schon der 2. FBI-Agent, der mich diese Woche danach fragt. Wovon reden Sie überhaupt? Also, um ganz genau zu sein, sind Sie sogar der 3. FBI-Agent. Es waren vor kurzem noch 2 hier, ein Mann und eine Frau. Die ließen die Leichen der Mannschaft von der Tarakan exhumieren. Sie hat darauf bestanden, eine 2. Autopsie durchzuführen. Und wie waren ihre Namen? Keine Ahnung. Da müsste ich nachsehen. Hier kommen immer sehr viele Namen durch. Es waren Mulder und Scully, nicht wahr? Ja. Dana Scully und Fox Mulder, das stimmt. Was hat sie rausgefunden? Ich habe keine Ahnung. Die Körper sind noch hier, falls Sie sie sehen wollen. Was besagt die ursprüngliche Autopsie? Dass sie in schweren Verbrennungen starben. Wir möchten sie sehen.
Na schön. Sie sind hoffentlich nicht zimperlich. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Ich warne Sie, das wird vermutlich ziemlich schlimm. Diese Jungs waren immerhin schon 2 Monate unter der Erde. Alles in Ordnung? Alles bestens, danke. Können wir das bitte schnell hinter uns bringen? Na klar. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vor sich geht. Anscheinend hat jemand die Leichen von der Tarakan gestohlen. Warten Sie bitte hier, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich lasse Sie wissen, wenn ich etwas herausfinde. Worüber stolpern wir hier jetzt schon wieder? Ich habe ein paar Theorien. Okay, ich bin ganz Ohr. Oh mein Gott. Was ist denn? Ich fürchte, ich weiß, was hier vorgeht. Oh, großer Gott, ich hoffe, ich habe Unrecht. Was ist? Die schmuggeln irgendetwas. Das sind Schmuggler. Wong hat für die gleichen Leute gearbeitet wie die Mannschaft von der Tarakan. Das erklärt vielleicht das Ölzeug und die fehlende Fischereiausrüstung. Also haben die für die gleichen Leute gearbeitet. Sie befragten Wong und er wurde getötet, weil die dachten, er hätte geredet. Ihre vermissten Agenten lassen die Mannschaft von der Tarakan exhumieren und sowohl sie als auch die Leichen verschwinden. Wir sind über einen Schmugglerring gestolpert, der entweder radioaktives Material oder vielleicht auch Chemiewaffen aus der ehemaligen Sowjetunion in die USA bringt. Dadurch wäre das Feuer auf der Tarakan erklärt, Wongs Erkrankung, warum er getötet wurde und was mit ihren beiden vermissten Agenten geschehen ist. Sie waren einfach zu nah dran. Die Spuren sollen verwischt werden und sie schrecken nicht davor zurück, FBI-Agenten dafür zu erschießen. Sie und ich müssen zusammenarbeiten. Wir müssen das irgendwie aufhalten. Falls ich recht habe, sterben Tausende von Menschen vielleicht. Ich muss darauf bestehen, dass wir gleichberechtigt zusammenarbeiten. Okay. Von jetzt an haben Sie einen neuen Partner. Ich wollte noch die anderen Dialogoptionen mit ihr besprechen. Was haben wir da? Das ist Wongs Leiche. Kekse. Wer hat denn Lust, da überhaupt irgendwas zu essen? What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you. Ich fahr mal zum Polizeilabor und gebe da diese komische Bombe oder was das ist ab. So werden die Steuergelder verschwendet. Hey, sagt Ihnen vielleicht der Begriff Mittagspause irgendetwas? Na, Sie haben ja eine Laune. Was wollen Sie? Donnerwetter. Was ist das? Eine Bombe? Keine Ahnung. Ich denke nein, aber Sie müssen für mich herausfinden, was es tatsächlich ist. Euer Wunsch sei mir Befehl. Ah, noch ein Bleistückchen. Ich liebe Kugeln. Einfach, verschwiegen und knallhart. Eigentlich genau wie Sie, Wilmore. Aber in den richtigen Händen, da sprechen Sie wahre Bände. Soll ich diese hier mit der letzten Kugel vergleichen? Gehen Sie so vor wie immer. Na gut, dann mache ich das so. Wieder sehr gut synchronisiert. Die haben sich echt Mühe gegeben. Das ist ja das Schlimme. Die Synchro ist richtig gut, aber dann... Man merkt, dass die Leute, die Synchro über die Videos gelegt haben, dass sie sich keine Mühe gegeben haben. Und das verstehe ich halt nicht. Da gibt man so viel Geld aus für eine gute Synchro und holt halt wirklich die Sprecher der Serie und dann verkackt man es bei den
bei sowas, man verkackt es dabei, die Sounddateien richtig über die Videos zu legen, das ist schon peinlich. Okay, ich fahre nochmal zur Außenstelle. Ist der Boss da? Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Das sieht für mich ziemlich vollständig aus. Danke, Boss. Tschüss, Chefchen. Hm? Bin ich wieder im Schrank? Wahrscheinlich. Ah ja. Ich bräuchte einen Geigerzähler. In Erinnerung gab's das hier. Irgendwo. Hm. Soll ich nochmal zur Tarakan fahren? Oder direkt nach Hause? Ich fahre mal nach Hause. Mal sehen, ob ich mich schon aufs Ohr legen kann. Nee, kann ich noch nicht. Also fehlt mir noch irgendwas. Hm, okay, werde ich schon noch rausfinden. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. Tschüss.